Wenn du dich fragst, wie du überall Freunde finden kannst, an welchen Orten es dir am leichtesten fallen könnte und wie du so ein bisschen aus deiner Komfortzone kommen kannst, dann ist dieses Video hier genau richtig für dich. Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie einige von euch vielleicht wissen, finde ich mich gerade im Ausland und zwar in Australien und es ist eine völlig neue Umgebung für mich gewesen. Ich kannte hier niemanden, bis auf eine Person, die was Ähnliches hier macht wie ich. Aber ansonsten war einfach alles noch komplett neu für mich. Und ich habe es geschafft, mir ja ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe auf dem Weg einige Erfahrungen gemacht, die ich später mit euch teilen werde. Auf jeden Fall werde ich euch in diesem Video verraten, was mir dabei geholfen hat, neue Bekanntschaften und Freundschaften zu schließen, welche Orte dafür am einfachsten für mich waren. Und ich finde, das kann man auf jeden Ort übertragen. Das muss jetzt nicht nur spezifisch auf Australien sein. Aber auch, wie ich für mich rausfiltere, welche Freundschaften oder welche Bekanntschaften ich zu Freundschaften werden lassen möchte und welche eher Bekanntschaften bleiben oder wo sich die Verbindung, sag ich mal, wieder auflöst. Als allererstes, ich wirke vielleicht wie ein sehr extrovertierter Typ, aber ich habe auch meine introvertierten Phasen. Also ich bin natürlich offen und neugierig, aber es ist auch für mich eine Überwindung, auf jemanden zuzugehen. Ich zwinge mich dann einfach dazu. Also mir fällt das jetzt vielleicht nicht so schwer wie jemandem, der sehr introvertiert ist, aber ja, auch mich kostet das Überwindung. Der allererste Tipp, den ich habe, sei offen und neugierig. Und ich weiß, vor allem, wenn man nicht der extrovertierte Typ Mensch ist, kann einem das schwer fallen. Und obwohl ich eher dazu neige, extrovertiert zu sein, habe auch ich meine introvertierten Phasen. Und mich kostet es auch Überwindung, auf Menschen zuzugehen, mich mit denen zu unterhalten. Vor allem, weil ich, und ich denke, das ist total menschlich, auch mir dieses unwohle Gefühl ersparen möchte, wenn es einfach awkward ist. Also wenn das nicht harmoniert oder wenn dein Gegenüber überhaupt gar kein Interesse hat, mit dir zu reden oder wenn es unangenehm oberflächlich ist, diese Unterhaltung. Und das ist dann einfach ein bisschen cringe und davon möchte ich mich eigentlich immer bewahren. Aber wenn du es nicht versuchst, dann nimmst du dir auch die Möglichkeit, dass du schöne Erfahrungen machen kannst. Und das wollen wir ja nicht. Der nächste Tipp, den ich habe, ist, an vielen Veranstaltungen teilzunehmen. Ich bin ja hier aus einem bestimmten Grund. Ich mache mein Auslandsstudium, aber für mich stand im Fokus, dass ich auf jeden Fall sehr viele Menschen kennenlernen möchte, dass ich die Kultur kennenlernen möchte und deswegen stand für mich im Fokus auch, an Veranstaltungen teilzunehmen und ja, einfach, ne, rauszugehen und Menschen kennenzulernen und nicht nur in meinem Zimmer oder in meiner Wohnung zu bleiben. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nehmt an so vielen öffentlichen Veranstaltungen teil, wie es geht. Auf diesen Veranstaltungen lernt ihr ja auch nochmal Menschen kennen. Und wenn das alles harmoniert und ihr euch gut versteht, man kommt ins Gespräch und dann erfährt man von anderen Veranstaltungen, die jetzt vielleicht nicht öffentlich sind, sondern private Partys oder Movie Nights oder was auch immer. Und so kommt ihr mit noch mehr Menschen in Kontakt. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Geht raus, bleibt nicht nur in eurem Apartment oder in eurem Zimmer. Das ist schon mal neben dem Offensein ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Als nächsten Tipp habe ich Social Media. Wer hätte es gedacht? Zum Beispiel hier in Australien ist Facebook voll das Ding. Und für mich in Deutschland, ich habe es irgendwann gar nicht mehr benutzt. Aber hier gibt es auch von der Uni aus super viele Connect-Gruppen auf Facebook, in die man beitreten kann. Und da wird man dann auch nochmal up-to-date gehalten, welche Veranstaltungen es gibt und was so los ist in der Gegend. Und das, finde ich, hilft auch nochmal ungemein, um zu wissen, okay, das ist eine Veranstaltung, die interessiert mich oder das könnte mich interessieren oder das möchte ich mal Neues ausprobieren. Ich gehe da einfach mal hin und da trifft ihr dann auch eine Menge Menschen und dann kommt wieder ins Spiel das Offensein und ja. Und das lässt sich natürlich auch auf zum Beispiel Deutschland, wo ich ja eigentlich wohne, übertragen. Da einfach in Social-Gruppen, auf Instagram, auf Facebook. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Eine andere Sache, die ich auch super hilfreich fand, ist Hobbys. Entweder neue Sachen ausprobieren oder bestehende Hobbys weiterführen. Zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, Pilates machen, einen Malkurs besuchen, Instrument spielen, Schach, was auch immer. Da lernt ihr neue Leute kennen, so oder so. Und man kommt ins Gespräch, weil man entweder eine Gemeinsamkeit teilt, dass man seine Leidenschaft fortführt oder dass man was Neues ausprobiert. Und das ist ein super guter
Anknüpfungspunkt. Hi, wie ihr seht, haben sich zwischenzeitlich die Lichtverhältnisse verändert. Ich musste kurz unterbrechen, aber ich bin jetzt wieder zurück und wir machen einfach direkt weiter. Ich war stehen geblieben bei Hobbys und habe hier auf jeden Fall auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der mir auch sehr viel geholfen hat. Und zwar sind das Ausflüge oder Reisen. Ja, einige von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, aber ich will nicht irgendwo alleine hinreisen, um dann Leute kennenzulernen. Da muss man auf jeden Fall so ein bisschen aus sich rauskommen. Es gibt so verschiedene Anbieter mit Angeboten, auch mit Tagesausflügen, falls es in deiner Stadt irgendwo etwas gibt, das so eine Attraktion ist oder so und du das selber noch nie gemacht hast vorher, bietet sich das auf jeden Fall an, sich da anzumelden und das mal mitzumachen. Oder wenn du Lust hast auf einen Kurztrip über ein Wochenende, es muss ja auch nicht lange sein, wenn du dir denkst, okay, aber ich bin irgendwie ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ein Wochenende geht wirklich schnell rum und da lernt man auch auf jeden Fall Menschen kennen. Und auf diesen Wochenendtrips, zumindest kann ich da aus eigener Erfahrung sprechen, sind auch einige, die auch alleine unterwegs sind. Und so hat man dann schon direkt eine Gemeinsamkeit. Kommen wir zu den persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und zwar, wo soll ich anfangen? Ich habe mir hier fest vorgenommen, aus meiner Komfortzone rauszugehen und mich auch aktiv rausbegeben, sag ich mal. Es bringt nichts, wenn du nur zu Hause bist. Selbst wenn du in einer WG lebst, deine Mitbewohner haben ja auch ein eigenes Leben und die können und wollen vielleicht auch gar nicht immer für dich erreichbar sein und immer was mit dir unternehmen, auch wenn sie dich gern haben. Der erste und wichtigste Schritt für mich war rausgehen, Gesicht zeigen, an Aktivitäten teilnehmen, also all die Tipps, die ich euch gerade im Vorfeld gegeben habe. Und ich bin dann auch aktiv auf die Menschen zugegangen. Und vielleicht stellt sich gerade der eine oder andere die Frage, ja okay, aber ich kann ja nicht einfach random auf jemanden zulaufen. Was sage ich denn da? Und ich habe es nur gemacht, wenn ich es gefühlt habe. Und zwar habe ich zum Beispiel, wenn ich was richtig Schönes an einem Mädel gesehen habe, dann habe ich ihr ein Kompliment dafür gemacht. Oder wenn irgendwas total Lustiges war, kann man dadurch auf natürliche Art und Weise ins Gespräch. Oder es sind auch welche auf mich zugekommen und haben mir ein Kompliment gemacht oder mir eine Frage gestellt. Und dann ist man so ins Gespräch gekommen und dann hat sich das auf natürliche Art und Weise entwickelt. Dann hat man Instagram-Handle ausgetauscht, manchmal sogar die Telefonnummer. Und nicht immer, aber in sehr vielen Fällen hat sich daraus dann was ergeben. Also, dass man sich dann nochmal getroffen hat und was zusammen unternommen hat oder zusammen verreist ist. Und so startet das dann eben. Und so war es auch bei mir. Ich habe wirklich fast alles mitgenommen. Bei mir zum Beispiel hier an der Uni gab es eine Orientierungswoche. Da habe ich dran teilgenommen. Die ging von Montag bis Sonntag, glaube ich sogar. Ich meine bis Sonntag. Und da war immer ein anderes Motto. Und ich bin auch nicht zu jedem Tag hingegangen, muss ich dazu sagen, weil es gab auch so einen Marathontag, wo man halt morgens schon angefangen hat, sich zu betrinken, bis abends halt. Und wer sozusagen am Abend noch durchgehalten hat, ja, das war dann eine Errungenschaft. Ich trinke keinen Alkohol, deswegen war das für mich dann so, okay, das ist für mich unnötiges Besäufnis. Da war ich dann zum Beispiel nicht, aber ich war dann beim Toga Tuesday war ich, da hat man sich verkleidet mit griechischen Gewändern, wenn das richtiges Deutsch ist. Und da war ich und ich bin sogar im Anschluss mit in den Club gegangen, aber ich, ja, das war nur die Uni. Also in dem Club war nur die Uni und nicht noch andere fremde Menschen, deswegen ging das. Bei kulturellen Unterschieden habe ich gar keine Probleme gehabt. Bin damit eigentlich super mit allen klargekommen. Natürlich vibet man mit dem einen oder anderen mehr und mit dem anderen weniger. Ja, und ich habe echt richtig, richtig gute Freundschaften hier geschlossen. Ich bin sogar gerade bei Freunden und das hat einfach geklickt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und das ist super spontan entstanden. Ich bin nach Hause gekommen und vor dem Anwesen, wollte ich schon sagen. Noch nicht. Vielleicht irgendwann. Auf jeden Fall, bevor ich reingegangen bin zur Haupteingangstür oder zum Haupttor, wo jeder durchläuft, habe ich sie draußen stehen sehen und mir haben ihre Haare super gut gefallen und ich wollte wissen, wo sie die macht, weil ich auch unbedingt meine Haare machen wollte. Und dann habe ich sie da stehen sehen und ich habe freundlich Hallo gesagt und sie hat auch super freundlich Hallo gesagt und dann wollte ich eigentlich schon wieder reingehen, aber dann habe ich mich überwunden, alles zusammengenommen und bin zu ihr hingegangen und habe mit ihr ein Gespräch angefangen
und ihr auch gesagt, dass ich ihre Haare super toll finde und ob sie weiß, wo ich mir die machen lassen kann. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat sich daraus ja was richtig Schönes entwickelt. Und das war ihr letzter Tag dort. Sie ist nämlich ausgezogen in ihr eigenes Apartment, in ihr eigenes Haus. Und das war einfach, für mich ist es so meant to be. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich an deinem letzten Tag dort treffe und dass es auch noch harmoniert? Also das ist auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr positive Erfahrung. Wir haben zusammen auch schon einiges hier erlebt, wofür ich sehr dankbar bin. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Positivbeispiel, wo ich sehr, sehr gerne dran zurückdenke und dir auch empfehlen kann, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Denn es kann sich wirklich sehr lohnen, auch wenn man nicht so schöne Erfahrungen zwischendrin macht. Ich habe zum Beispiel auch eine nicht so schöne Erfahrung gemacht. Es ist jetzt nichts übertrieben Schlimmes passiert oder so. Aber ich habe mit einer Mädelsgruppe anfänglich geklickt. Und dann sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die mir persönlich nicht gefallen haben, die persönlich nicht so mit meinen Werten übereinstimmen. Und dann habe ich mich von der Gruppe distanziert. Also es ist gar nicht mal im Bösen irgendwie so auseinandergegangen oder so, aber es hat einfach nicht zu mir und meiner Person gepasst. Und ich hatte nicht so viele positive Gefühle, wenn ich Zeit mit denen verbracht habe. Das war immer schön, aber irgendwann hat sich's nicht mehr gut angefühlt. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also man hatte schon Spaß, wenn man diese ganzen negativen Sachen ausgeblendet hat und sich gedacht hat, ja okay, pff, why should I care? Aber bei mir ist es, wenn ich sehe, dass etwas, wenn ich deinen Charakter sehe, kann ich ihn nicht entsehen. So. Auch wenn du zu mir persönlich jetzt nicht unbedingt schlecht bist. Und da gab es einfach ein paar Vorkommnisse, wo ich für mich persönlich entschieden habe, das ist nicht meine Freundschaftsgruppe. Und das ist auch völlig fein so. Also du lernst Leute kennen und es kann anfänglich super harmonieren und dann merkst du nach einer Zeit, dass es doch nicht harmoniert. Und das ist total normal. Es kann auch sein, dass du jemanden kennenlernst und dir denkst, boah, diese Person ist nichts für mich. Auch total normal. Du kannst nicht jeden mögen und nicht jeder kann dich mögen. Und das ist total fein, solange du dir selbst treu bleibst und nicht versuchst, irgendwie eine Fassade aufrechtzuerhalten oder jemanden vorzuspielen, der du nicht bist. Im Endeffekt kommt es wirklich darauf an, dass du einfach offen dafür bist, neue Menschen kennenzulernen, dass du offen dafür bist, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Und dabei können so, so tolle Freundschaften entstehen. Geh raus, zeig dich. Jetzt wird es auch wieder wärmer. Die Sonne kommt raus. Es ist... Der Sommer steht vor der Tür. Es ist die perfekte Zeit zum Connecten. Vor allem in Frankfurt, da wo ich lebe, gibt es so viele Möglichkeiten rauszukommen und zu networken. Nutz das. Und auch wenn du dich alleine mal in ein Café setzt oder in ein Restaurant, man kommt wirklich an Orten, von denen man es gar nicht denkt, mit Menschen ins Gespräch. Und dabei können auf natürlichste Weise wirklich die schönsten Bekanntschaften und Freundschaften entstehen. Deswegen versteck dich nicht zu Hause. Geh raus, trau dich, geh aus deiner Komfortzone raus. Tu das, was sich gut anfühlt. Du musst auch nicht irgendwie irgendwas sein oder irgendwer sein, der du nicht bist. Sei du selbst und soll dich auch so kennenlernen, wie du bist. Und hab Spaß. Hab Spaß. In dem ganzen Prozess. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch andere Tipps habt, wie man am besten neue Menschen kennenlernt, wie man diese Bekanntschaften und Freundschaften pflegt und auch an welchen Orten ihr neue Menschen kennengelernt habt, damit wir alle einfach einander supporten und weiterhelfen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. You can do whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta try.